stand gerade bei der Zeitung da jetzt. Ja. Ah, ist also nicht so ein klassisches Video, wie wir kennen. Hallo. Hallo, ich bin Sandra. Sondern so eins, wo sie Merkel in den Supermarkt getroffen hat. Ich wollte hier ein Praktikum machen. Ich bin von der Grundschule. Oh, super, ja. Ich hab schon. Wie lange wollt ihr noch Hände schütteln? Ja, ich wollte, genau. Schön. Meine Hand mal loslassen. Ja. Nett. Ja, ich wollte mal erstmal so ein bisschen die Lage checken, ob so auch alles cool ist, ob ihr cool drauf seid. Okay. Und ja, dann werde ich mal gucken, ob ich ein bisschen was dazu beisteuern kann, von meinem Talent zu schreiben. Was für Talent? Und dann zeige ich dir doch erstmal die Räume und guck dir das mal an. Genau, ja? Coole Sache. Okay, dann komm mal mit. Nice, ey. Coole Sache. So, Sandra, dann komm mal mit. Mhm. Hier ist unser Redaktionssekretariat. Ja, okay. Genau. Susanne baut hier so. Sie guckt einfach Fresh Talk, kennt man. Ah, ja. Beste okay. Redaktion ever. Na, wir hatten dran eine Strippe. Washington, ja. Grüß mal hier Berlusconi von mir. Sag mal Bunga Bunga, Sandra, dann erinnert er sich an mich. Und hier du so, was machst du da? Ja, ich kuriere, das ist gerade so ein wichtiges Thema, das habe ich so im Blick und da muss ich im Moment. Fresh Talk ist wirklich ein wichtiges Thema, das stimmt. Ich würde ehrlich gesagt nie bei einer Zeitung arbeiten wollen oder an irgendwelche Redaktionen. Es ist mir einfach zu viel, was du da schreiben musst, weil es kommen halt immer dieselben Buchstaben vor und da habe ich dann einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf. Außerdem müsste man dann so viel Korrektur lesen. Na gut, das muss ja nicht ich machen. Und das ist jetzt unsere Zentralredaktion. Mhm. Und hier muss man so viel schreiben, das wäre mir nichts. Dann überschreibe ich ein Buch. Okay. Moin! Hallo, ich bin Sandra. Ja. Und das wäre mir zu ruhig, Alter. Hier. Ja, krieg ich nicht erkennen hier. Können Sie mal Sprech rausschmeißen hier vorne einmal? Oh, einfach rausschmeißen? Ja. Junge, sie wollte einfach nur die Lage checken, sich umgucken und will direkt schon die Leute kündigen. Man kennt es. 2013? Ja, hier musst du nochmal gucken. Alles, was man anfassen kann, schreibt man groß. Dass du da nochmal guckst, alles, was man anfassen kann, schreibt man groß. Wenn alles, was man anfassen kann, schreibt man groß. Denkst du hier auch noch, he, she, it, es muss mit, ne? Ach, ja. Ja, gut. Okay. So, wo ist meine Führerin? Wo ist meine Führerin? Hier ist jetzt die Ganz leise sein, Alter. Ganz leise sein, aber alle quatschen da durcheinander. Warum steht da 2013 noch so eine alte Röhre? Hallo, ich bin Praktikantin hier bei Ihnen, bei der Zeitung. Aha. Lasst euch nicht stören, lest einfach, ich werde euch bitte verbessern. Die lesen einfach eine Zeitung. Das gehört eigentlich ganz nach oben. Ja. Lesen wir. Und ganz frisch reingekommen sind die Warnstreiks bei der Post. Oh, schon wieder, ey. Ich hab gestern mal die Beschwerde. Schlimm, Leute. Aber ich würde das anders schreiben mit China. Ja. Da würde ich nochmal drüber nachdenken. Dann haben wir jetzt wohl alles und können jetzt an die Arbeit gehen. Kennt man aber, in der Schule hatte man auch immer so einen gehabt, wenn man in der Gruppe arbeiten musste oder so und man sich über ein Thema unterhalten hatte und der eine einfach keine Ahnung hatte und einfach nur, genau. Ah, richtig schlimm. Ja, aber wir können noch mal ganz kurz, Entschuldigung vor der Aufmerksamkeit noch mal. Ich habe noch 2-3 Themen, würde ich gerne noch ansprechen für die Zeitung, für die Aufgabe. Und ja, vielleicht können Sie da noch mal Aufmerksamkeit bekommen. Na jetzt. Schlagzeile Nummer 1. Franziska klaut Katrin das Pausenbrot und isst es einfach in der Ecke neben dem Klettergerüst. Das ist aber ein langer Titel, Alter. Nee, das geht nicht. Das ist total langweilig. Und das interessiert doch niemanden. Kommt drauf an, was für eine Background-Story dahinter steckt. Franziska klaut Katrin das Pausenbrot und... Nee, das macht's nicht besser. Das geht so nicht. Franziska klaut Katrin das Pausenbrot und am Ende weg. Das ist doch dumm. Das klingt scheiße. Aber Herr Schmidt ist nicht so schlimm. Ist ja heute Ihr erster Arbeitstag. Nicht so schlimm. Könnte ich kurz mal aufschreiben, Herr Schmidt ist nicht so gut für die Firma. Sag mal, hast du noch eine Idee für einen anderen Artikel? Junge! Sascha ist krank. Wenn jeder Praktikant so arbeiten würde, ja, dann würde kein Unternehmen heute mehr funktionieren. Wer zum Teufel ist Sascha? Mein Freund. Sascha ist doch nicht dein Freund. Sogar der glaubt's nicht. Also, nein, ich kenne Sascha und der letzte, ihr seid noch nie zusammen gewesen. Sehr gut.
Ist ja auch ganz bedrohlich hier, Alter. Was anfangen könnten. Lady Gaga ist voll geil. Lady Gaga passt überhaupt nicht. Nächster Vorschlag. Herr Möller ist voll dumm, weil er hat keinen Plan von Leben, weil ich verwirklich mit Sascha zu haben. Aber jetzt ist echt... Das ist eine gute Schlagzeile, ja. Vor allem, da steht, Herr Möller ist, ja, hat sie ja gerade gesagt, und darunter, Papst verurteilt Puffreis? Passt sehr gut zum Titel. Lokale Zeitung mit Clickbait. Ganz normal. Liest überhaupt jemand von euch noch klassische Zeitungen, so wie man sie hier sieht, aus dem Laden für, weiß nicht, wie viel kostet die heute, bestimmt 160 Euro ein Blatt für einen Tag? Gibt's da mittlerweile auch so Clickbaits? Also, ich glaube, das passt dir nicht mit uns. Also, als Praktikantin funktionierst du schon mal gar nicht. Ja? Also, rauskommen. Ich finde, du bist doch voll scheiße. Und nett. Bedanke mich, dass ihr da wart. Den kannst du mir auch gleich mal erkennen. Er gibt die Kekse hin. Er gibt einfach die Kekse hin. Ausgerechnet, Herr Möller. Auf jeden Fall danke. Und tschüss. Sehr gut. Ja. Ist ein Äffchen oder was? Hey, Dandra. Ich mach heute was mit Franziska, muss leider absagen. Liebe Grüße, Sascha. Boah, ey, was ein Arsch, ey. Oh, oh. Oh, nein. Ich könnte voll durchdrehen gerade, ey. Ey, ich sitze hier, will so ein Praktikum bei der DZ-Zeitung machen. Da schreibt Sascha mir, dass er heute nicht kann, weil er was mit Franziska machen will. Kacke, ey. Das ist jetzt auch Franziska ist voll die hohle Butterbirne. Ich check einfach nicht, was der Typ mit so einer will. Ey, ohne Witz, ne? Ich schreib das ja jeden Tag, dass ich ihn liebe und dass wir bald heiraten werden und so. Und er? Na, wenigstens schreibt die schneller als Behördenmitarbeiter, die die ganze Zeit mit einem Finger nur tippen und die Buchstaben auf der Tastatur suchen. Das ist so schlimm, wenn sie viel schreiben müssen. Der schreibt voll nie zurück. Aber kann auch daran liegen, dass mein Handyspeicher voll ist. Mal gucken, ob die das checken. Stimmt ja, das gab's ja früher auch, hä? Bei den alten Handys. Wenn du zu viele SMS drin hattest, wie ich oft, dann war einfach der Speicher voll. Dann konntest du keine weitere SMS empfangen. Ja, vielen Dank. Oh, das hat gewackelt. Ja, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Nächsten Montag, also diesen Montag, am 22. wird dann vielleicht ein Artikel in der Zeitung, in der Dithmarscher Landeszeitung sein. Mal gucken, ob Sandra es da reingeschafft hat. Es könnte lustig werden, vor allem für Leute, die Sandra nicht kennen und diesen Artikel dann lesen. Oh mein Gott. Und am 28., das ist ein Sonntag, bin ich, ist nur interessant für die Leute, die aus Schleswig-Holstein kommen, die anderen können eigentlich einen Tee trinken gehen. Okay, das war aber ein cooles Video. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.